Gerümpel-Hustler sind zurück mit einer neuen Top 10 zum Thema Yu-Gi-Oh! Wir präsentieren euch die stärksten Normal-Monster der Stufe 6, für die also nur ein Tribut nötig ist. Bei gleicher ATK entscheidet die höhere Verteidigung über eine bessere Platzierung. Danke an den User Draco Meteor, von dem diese Idee stammt. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Feuerflügel Pegasus belegt mit 2250 ATK den letzten Platz in unserer Top 10. Sie wurde anfangs als asiatisch-englisch gedruckte Karte herausgegeben. Diese Karten wurden auf Englisch produziert, für asiatische Länder, abgesehen von Japan und Korea. Sie sind nicht auf Turnieren außerhalb Asiens zugelassen. 2300 Angriffspunkte bringen Verbündete der Gerechtigkeit Clausolas Rang 9. Im Kartentext steht, dass diese ultimative Waffe von Cléom Soleil erschaffen wurde. Cléom Soleil stammt aus der keltischen Mythologie und bedeutet so viel wie Schwert des Lichts. Niemand konnte dieser Waffe entfliehen, wurde sie erst einmal eingesetzt. Der Schimmerdrache 2 sichert sich mit 2400 ATK Position 8. Im Englischen heißt die Karte Luster Dragon 2 und wurde kurioserweise vor Luster Dragon 1, wenn man ihn so nennen will, veröffentlicht. Ursprünglich hieß sie dort auch nur Luster Dragon. Das wurde aber nach Release des echten Schimmerdrachens geändert. Ebenfalls 2400 Attack Points, aber eine bessere Defense verhelfen der amphibischen Bestie zu Platz 7. Eine ähnliche Kreatur namens Dagon taucht in den Geschichten von H.P. Lovecraft auf. Alte Quellen deuten zudem auf eine fischähnliche Gottheit hin, die vor tausenden von Jahren in Mesopotamien und Syrien verehrt wurde. Die Bestie von Talvar punktet mit 2400 in der Offensive und stattlichen 2150 in der Defensive auf dem 6. Rang. Dies ist die erste Karte, die im TCG vor dem OCG veröffentlicht wurde. TCG bezeichnet dabei den westlichen Raum, Europa und die USA, und OCG bezieht sich auf Asien. Karten aus dem OCG sind im TCG verboten. 2500 Angriffspunkte und damit Nummer 5 in unserem Ranking kann der Xi-Höllentreiber vorweisen. Er ist das erste Normal-Monster vom Typ Xi, zudem kann man den Xi-Höllentreiber als Weiterentwicklung von Watt psychischer Kämpfer betrachten, da die Bekleidung der Protagonisten auf beiden Karten sehr ähnlich ist. Die vierte Position belegt der Wattschwanzdrache mit gleichfalls 2500 ATK und 1000 Def. Dieses Monster findet sich auf dem Artwork von Antike Regeln wieder, einer Karte, die rund 6 Jahre zuvor veröffentlicht wurde. Damit ist es eines der wenigen Monster, welches sein Debüt auf einer Zauber- oder Fallenkarte gefeiert hat. Oldschooliger als Platz 3 geht es nicht mehr. Dort rangiert herbeigerufener Totenkopf mit 2500 ATK und 1200 Verteidigung. In den Anfangstagen von Yu-Gi-Oh! Hat jeder diese Karte gespielt. Mit nur einem Tribut ist sie halt wesentlich schneller als der dunkle Magier oder der blauäugige weiße Drache. Vom Kultfaktor auf einer Stufe mit Bud Spencer und Terence Hill. Mächtige 2600 Attack Points wirft Trunks, magischer Schwertkämpfer, für den Silberrang ins Rennen. Bei diesem Hexer scheint es sich um eine ältere und stärkere Version von Neo, magischer Schwertkämpfer, zu handeln. Von der Erscheinung, der Bekleidung bis hin zum Kartentext gibt es starke Gemeinsamkeiten. Die Nummer 1, der stärkste Normal Monster mit Stufe 6, ist der Frostosaurier. 2600 ATK und 1700 Defensive bescheren ihm die Spitzenposition. Der Frostosaurier ist wahrscheinlich eine Referenz an eine Zauberkarte, nämlich Kalte Welle. Darauf erkennt man einen eingefrorenen Brachioraidus, der Attribut, Typ und Level mit dem Frostosaurier teilt. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Weitere Yu-Gi-Oh! Videos kommen garantiert, also abonniert den Channel. Wenn ihr Ideen und Wünsche habt, ab damit in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Gerümpel-Hustler.